Hallo, herzlich willkommen zu dem heutigen Video Live Trading. Mein Name ist Gülay. Und ich bin Thorsten. Ja, was erwartet euch heute? Und zwar, was ist Live Trading? Wie handle ich Live Trading? Diese Punkte wollen wir uns heute näher ansehen. Was ist Live Trading? Live Trading ist ein außerbörslicher direkter Einstieg in Wertpapieren aller Art, von Aktien angefangen bis hin zu ETFs, Anleihen, Optionsscheinen und Zertifikaten. Und wie handle ich? Da wollen wir das jetzt uns gemeinsam ansehen auf unserer Webseite, und zwar unter Wertpapierarten und Börsen. Vorher haben wir auf Wertpapierhandel geklickt, genau, und würden dann Live Trading einmal im Groben uns ansehen, was es für Vorteile für Sie bringt. Genau, also wie Güter schon sagte, außerbörslicher Handel. Wir handeln nicht an der Börse, es ist ein Direkthandel mit den Handelspartnern. Ich gehe da schon mal runter, ich klicke hier mal auf Handelspartner, da haben wir unterschiedliche. Die größten oder beziehungsweise unsere renommierten Handelspartner für Aktien sind Baderbank, Commerzbank, Lang und Schwarz und Tradegate. Je nachdem, ob ihr aber auch schon Optionsscheine oder Zertifikate habt oder handelt, könnt ihr hier oben in den Reitern wechseln, bekommt dann noch mehr Emittenten angezeigt für die jeweiligen Emittenten, die ihre Produkte ja zur Verfügung stellen, und seht an der Stelle auch eben die Handelszeiten. Das heißt, wir haben hier auch, wir sind unabhängig vom Börsenhandel, haben wir hier also außerbörslich halt auch eben vor oder nachbörslich eben den Handel mit den jeweiligen Handelspartnern, und bei Lang und Schwarz halt eben auch am Wochenende erreichbar. Mhm. Und das bedeutet, ihr habt eine Realtime-Limit-Überwachung außerhalb der Börsenhandelszeiten, kann man sagen. Außerdem gibt es auch keine Maklerkotage an der Stelle, weil ihr halt eben nicht über eine Börse handelt. Auch börsenabhängige Entgelte zahlt ihr an der Stelle nicht, sondern ihr habt eigentlich die reine Provision, Contract-Provision. Und ihr habt die Möglichkeit, sowohl limitiert als auch unlimitiert im Live-Trading zu handeln. Und dann denke ich mal, können wir direkt mit dem Trading starten, oder? Ja, dann wollen wir mal loslegen. Dazu sind wir schon bereits eingeloggt in unserem Testkonto und möchten dann auch über den persönlichen Bereich reingehen und euch dann zeigen, wie wir dann Wertpapiere handeln können, beziehungsweise im Direkthandel. Dazu gehen wir erstmal in unserem Depot rein und schauen uns an, welche Wertpapiere wir haben, hier alphabetisch sortiert. Wir haben hier, bleibt nochmal eben unten bitte, wir haben da nochmal den LT-Button auf der rechten Seite, genau den. Das wäre ein Direkteinstieg für die Live-Trading-Seite. Wir würden jetzt aber gerne nochmal einfach über die Navigation oben gehen. Mhm. Dazu geht ihr, genau, scrollt nach oben über den Punkt Order, und als zweiten Punkt habt ihr schon Live-Trading. Und wir würden dann erstmal starten, also es gibt die Unterschiede, Live-Trading ohne Limit, Live-Trading mit Limit und eine sogenannte OCO, One Cancels Other Order. One Cancels Order, da gehen wir nochmal in einem späteren Video drauf ein. Vielleicht starten wir erstmal mit dem Live-Trading ohne Limit, würde ich sagen. Genau. Hier werden wir gleich nach unserer TAN abgefragt. Hier haben wir auch einen TAN-Generator mitgebracht. Unter anderem, man könnte auch mit der App, mit der Fototan-App, ganz effizient dann auch vorgehen. Und ich lasse mir jetzt auch meine TAN dann generieren und gebe diese dann auch hier ein für dieses Geschäft. Fangen wir an mit LT ohne Limit. Und zwar im Kauf, die ThyssenKrupp, hatten wir gesagt, möchten wir eine Aktie dann auch erwerben. Die Felder haben wir schon mal jetzt ausgefüllt. Und hier stehen dann auch die vier renommierten Handelshäuser, mit denen wir dann, oder beziehungsweise über die wir dann auch die Aktien kaufen können. Lang und Schwarz, die Baderbank, Tradegate und Commerzbank. Wir lassen uns erstmal die Kurse anzeigen. Weil wir ja kaufen möchten, werden uns auch die Kaufkurse dick hervorgehoben angezeigt. Die Verkaufskurse sind erstmal grau hinterlegt, so dass wir das dann auch so im Überblick haben, wie das Spread dann auch ist. Wählen dann auch einen Handelspartner aus, und zwar die Lang und Schwarz, gehen auf Weiter und sehen dann auch gleich hier, dass uns ein Kurs vorgegeben wird, 11,30. Und wenn wir dann diese Kursabfrage erneut wiederholen für den Direkteinstieg, dann sehen wir auch, dass die Zeit
einmal hier abläuft und auch in Sekunden hier angezeigt wird. Das bedeutet, der Emittent, lang und schwarz, stellt uns den Preis für dieses Geschäft für einige Sekunden zur Verfügung. Ich wiederhole nochmal erneut die Anfrage. Wenn der Preis mir zusagt, dann bestätige ich den Kauf und wir haben dann jetzt einmal die Aktie ThyssenKrupp gekauft über lang und schwarz. Ja, wir können uns sozusagen auch im Orderbuch das uns ansehen, das wollen wir im Anschluss das gerne machen und möchten jetzt die Aktie verkaufen, die wir jetzt nachgekauft haben und gehen dann in unsere Depotübersicht rein. Wie versprochen, möchten wir dann auch über diesen Direkteinstieg vorgehen und zwar über diesen LT-Button Live Trading im Verkauf. 10 Stück haben wir im Bestand insgesamt und das System ist so schlau und zeigt uns auch an, was maximal verfügbar ist und zwar eine Aktie, weil wir bereits schon für 9 Aktien eine Order erteilt haben. Also eine Order im Verkauf, daher auch nur die eine Aktie. Hier können wir uns dann auch den Kurs anzeigen lassen, beziehungsweise könnten dann jemand hier dann nochmal im Direkteinstieg dann verkaufen, aber wir möchten ja einmal LT mit Limit anzeigen lassen. Also das bedeutet, wir klicken hier gleich rechts daneben. Verkauf ist vorgegeben, ein Stück ist auch vorgegeben und lassen uns dann nochmal den Kurs anzeigen. Der Verkaufspreis liegt bei der Baderbank bei 11,26. Das ist doch ganz gut zusagend. Und gehen dann auf den Button Ausführungskurs bzw. welche Art wähle ich. Wir wollen ja einen limitierten Verkaufsauftrag erteilen. Das bedeutet, setzen dann auch unser Limit. Was meinst du, Thorsten? Ja, also wir können jetzt erstmal mit einem Verkaufslimit arbeiten und setzen da vielleicht 13 Euro rein. Das heißt, es ist über dem aktuellen Kurs. Falls du einmal kurz die Orderzusätze aufmachst, selbstverständlich habt ihr hier an der Stelle auch die Möglichkeit, mit einem Stop-Loss zu arbeiten. Das heißt, ein Stop-Loss ist ein Limit, das unterhalb des aktuellen Kurses gesetzt wird, um euch vor sinkende Kurse abzusichern an der Stelle. Genau, also das kann man an der Stelle auf jeden Fall auch machen. Und zu guter Letzt wählt man sich dann halt eben noch, also das machen wir natürlich nicht mit dem Orderzusatz aktuell, genau, wir haben ja das Verkaufslimit bei 13 Euro gesetzt. Und wir setzen jetzt hier nochmal eine Gültigkeit, können also auswählen tagesgültig. Wir können ein spezielles Datum auswählen, bis wann die Order gültig, also vorliegen soll bei der Handelsplattform. Oder können auch ein Ultimo des Monats wählen. Das bedeutet halt immer der letzte Tag eines Monats automatisch dann entsprechend. Wählen wir einfach den 10.2. aus. Das ist nämlich unser Vorteil beim Live-Trading, dass wir ein x-beliebiges Datum als Gültigkeit auswählen können. Klicke dann hier auf Weiter. Hier wird mir nochmal meine Order zusammengefasst im Verkauf. Die eine Aktie, die wir gekauft haben im Direkteinstieg, möchten jetzt aber limitiert an unsere sozusagen Handelsplattform weitergeben. Mit dem Limit 13 Euro wird ja auch immer schön im Realtime geprüft, ob unser Limit dann auch zustande kommt und dann gegebenenfalls auch zur Ausführung gegeben. Ja, dazu müssen wir erstmal die Order freigeben. Und unser Auftrag ist angenommen. Die Zusammenfassung nochmal erneut hier, nochmal die letzte Kontrolle, genauso wollen wir es haben. Genau. Und unten wird uns auch nochmal die Möglichkeit gegeben. Stopp, noch mal eben ganz kurz. Ja. Ich wollte nochmal im Eimer kurz erklären, wir haben jetzt hier keine TAN eingegeben. Das hat der eine oder andere vielleicht gemerkt. Dadurch, dass wir die TAN ganz am Anfang schon mal eingegeben haben, ist eine sogenannte Session entstanden dadurch. Das heißt, alle weiteren Wertpapiertransaktionen, die ihr danach macht, werden ohne TAN freigegeben. Genau. Ein weiteres Vorteil, wenn Sie dann über die Com direkt handeln. Ja, wir können uns das auch nochmal im Orderbuch ansehen. Hier die offenen Aufträge. Wir hatten ja schon angesprochen gehabt, dass 9 Stück bereits im Verkauf im Orderbuch sind und auch an die Baderbank weitergegeben wurde. Das ist jetzt mehr oder weniger ein Zufall. Und ein Stück haben wir nochmals erneut auch an die Baderbank weitergegeben mit dem gleichen Limit. Und ja, das sind die offenen Verkaufsaufträge, die ausgeführten Aufträge sehen wir auch. Das, was wir vorhin gekauft haben im Direkteinstieg, ein Stück mit 11,30 Euro,
mit der sofortigen Ausführung können wir auch heute noch uns ansehen und morgen ist dann Ihr Order schon abgerechnet. Genau. Ja, ich denke. Damit haben wir es eigentlich erstmal fürs Live-Trading. Also so funktioniert es in der Praxis. Genau, ich hoffe, dieses Video ist hilfreich. Falls noch Fragen oder Feedbacks aufkommen, dann bitte unter den Kommentaren unten angeben. Und ansonsten lasst uns gerne einen Daumen da. Vielen Dank. Vielen Dank.